Die Arbeitsplätze in Deutschland sind so sicher wie nie. So wenige Arbeitslose. Das klingt nach einem großen Erfolg. Doch die Statistik verschweigt eins. Viele Menschen erscheinen nicht in der Arbeitslosenzahl, obwohl sie ohne Job sind. Zum Beispiel Arbeitslose, die nicht von der Bundesagentur für Arbeit vermittelt werden, sondern von einer privaten Agentur, sind insgesamt fast 200.000. Außerdem Menschen, die gerade eine Weiterbildung machen und zum Beispiel lernen, wie man sich richtig bewirbt. Auch sie werden von der Statistik nicht erfasst. Und schließlich Menschen, die älter sind als 58 und schon seit über einem Jahr keinen Job mehr haben. Und noch eine weitere Gruppe fehlt in der Arbeitslosenzahl. Die sogenannten 1-Euro-Jobber. Das sind Menschen, die für kleine Tätigkeiten, etwa in Städten und Gemeinden, 1 bis 2 Euro pro Stunde bekommen. In der Arbeitslosenstatistik sind sie nicht drin, obwohl sie Arbeitslosengeld bekommen. Zusammen mit anderen stehen sie aber in der Statistik der Bundesagentur, allerdings nicht bei der Arbeitslosenzahl, sondern bei Unterbeschäftigung. Ein ziemlich unklarer Begriff. Und die Unterbeschäftigung, sie liegt deutlich höher als die Arbeitslosenzahl. Alles zusammen macht das über 800.000 Menschen, die in der Arbeitslosenzahl nicht auftauchen. Und es kommen immer noch mehr dazu, nämlich die, die die Bundesagentur für Arbeit überhaupt nicht kennt. Beispiel Mütter, die wieder einsteigen wollen und keinen Anspruch haben auf Arbeitslosengeld. Sie melden sich deshalb oft gar nicht beim Arbeitsamt. Und wen die Bundesagentur für Arbeit nicht kennt, der taucht in der Statistik nicht auf. Daran liegt es auch, dass fast doppelt so viele Menschen Arbeitslosengeld bekommen, wie laut Statistik arbeitslos sind. Dazu zählen dann auch Menschen in Kindererziehung, Kranke und solche, die wegen der Pflege von Angehörigen nicht arbeiten können. Und übrigens, 17 Mal wurde die Berechnung der Arbeitslosenzahl in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Fast immer ist die Zahl der Arbeitslosen dabei gesunken.